Okay, yesterday I made a video showing the CRT monitor, the insides of it, and today I got this one here, and now I can show you what's inside a flat screen TFT monitor. And that's the back side of it. Das ist die Rückseite. Das ist schon eine alte Kiste aus dem Jahr 2003. It's an old device from the year 2003. Here it took off the front panel, the bezel. And you can see the loudspeakers, the display itself, the operating unit with the switches. Hier habe ich also die Frontblende abgenommen. Man kann hier das Display sehen, die Lautsprecher und das Bedienteil. Okay, what do we have now here? This is the back cover, the front cover with a stand, the display itself, and in the back cover we have the switches, the circuit board with the switches, the loudspeakers, and here the connectors, which are gold plated, as I see. Ja, hier haben wir also jetzt das Display selber da vorne, dann das graue, die graue Rückwand, den Standfuß, die Frontblende und in der grauen Rückwand sind jetzt hier die Schalter und die beiden Lautsprecher und hier die beiden Stecker, die sind sogar gold beschichtet, die Steckkontakte da drin selber. So, this is the back side of the display. Das ist die Rückseite des Displays. And let's see what's inside. Dann wollen wir mal schauen, was da drin ist. Here we have two circuit boards. This one here is the board for the backlight. It's producing a little bit of high voltage in order to operate the fluorescent lamps. And this one here is the main circuit board. This is needed for the signal processing. Ja, hier haben wir also jetzt zwei. Hier gibt es also zwei Platinen. Einmal die Hauptplatine, das Signalboard und hier einmal die Platine für die Hochspannung der Kaltkathodenröhren. That's all we need for signal processing these days. This was not everything. There are still some interesting parts inside. Dies war noch nicht alles. Da sind noch einige interessante Sachen drin. Okay, I found some more parts that are necessary for signal processing. Es gibt schon noch ein paar Teile, die für die Signalverarbeitung wichtig sind. Looks like gold plated again. Sieht goldbeschichtet aus wieder mal. Okay, now I can get the display panel itself. There are some more parts, some polarizer foils, some filter foils. And some connectors again. The display. Oh, and that's me.
And this white thing here is still about two centimeters in thickness. And let's see what's inside there. Ja, das weiße Teil hier ist immer noch etwa 2 cm dick. Dann müssen wir mal schauen, was da noch drin ist alles. Okay, now we can detach the black frame here. Der schwarze Rahmen kann also auch weg. And there are some filters, some sheets and foils and so on. Looks very interesting. Especially this one here. Some nice effects. Okay, there are still some more interesting parts. That's one of the fluorescent lamp. And this one here is a plastic panel. It's about 1 centimeter in thickness. This is also eine schöne Plastikscheibe, etwa 1 centimeter dick. Da lässt sich bestimmt auch noch so das eine oder andere draus basteln. Maybe we can create something interesting out of this plate here. It's about 1 centimeter, as I said. Okay, that's all for now. I got a nice aluminum sheet here. Maybe we can create some new housings out of that. And the two cold cathode lamps. And all the other stuff. Quite interesting parts. Ja, dann habe ich hier also noch einige Teile zum Schluss ergattert. Das ist also hier eine schöne Aluminiumplatte, ein Aluminiumblech besser gesagt. Kann man noch einige Gehäuse ausbauen, kleinere natürlich. Und hier ist noch die Beleuchtung, zwei Kaltkathodenlampen. Mal schauen, ob die noch funktionieren. Ja, das war's. Okay, folks, that's all.